Wir kommen zum Revierderby. Heute muss Dortmund hier im heimischen Signal Iduna Park gegen Schalke ran. Und wir wissen es alle, das ist alles außeralltäglich. Ja, da stecken so viele kleine, so viele große Geschichten drin. Das ist der traditionsreichste deutsche Kracher, da muss man sich nichts vormachen. Und da bin ich natürlich gerne dabei als Kommentator. Und natürlich nicht allein, Wolf Fuß ist dabei. Erste Hälfte läuft, Dortmund mit dem Anstoß. Sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Ashraf Hakimi, Rabt, Jadon Sancho. Guter Einsatz, das war wichtig. Caligiuri. Da zieht er richtig an und geht im Vollsprint mit dem Ball nach vorne. Guerrero. Da ist der Ball weg. Daniel Caligiuri in den freien Raum. Super Aktion von Bürki. Ecke kommt. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Da verlieren sie den Ball. Er ist frei, da kann was draus werden. Das muss es sein. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Alles offen, da hat er keine große Mühe mehr. Also den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Machen Sie es aber doch wirklich leicht. Er sagt, das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt liegt die Dortmunder Borussia vorne. Schipka. Klasse Einsatz. Energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Weston McKennie. Klasse Pass. Daniel Caligiuri. Jetzt könnte er flanken. Delaney. Dortmund verliert den Ball. Sieht vielversprechend aus. Ja, könnte was werden. Direkt das nächste Tor. Freut die Fans natürlich. Vor allem die Fans vom offensiven Fußball. Sieht nach vielen Treffern aus. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Nochmal, kurzer Blick aufs Tor, klasse Hereingabe, Buschi. Ja, und auch der Abschluss kann sich sehen lassen. Kannst du kaum verteidigen. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Guerrero, Delaney, Jadon Sancho. Guter Pass. Da kommt die Flanke. Ah, klasse geklärt. Delaney. Das wäre gefährlich geworden. Chance zur Führung. Kein Tor. Tja, nicht die Führung. Weiter dieses enge Spiel. Haben Sie sich so ein bisschen selbst zuzuschreiben. Thank you.
Ballverlust Dortmund. Dortmund über außen. Jadon Sancho. Julian Brandt. Da ist die Chance für die Flanke. Brandt! Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Amin Harit. Borussia Dortmund mit der Balleroberung. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Der BVB ist aktuell wirklich spielbestimmt. Man hatte in den letzten Minuten die klar bessere Ballbesitzquote. Und bei diesen guten Chancen, die die ausspielen, ist der Führungstreffer eine Frage der Zeit. Ecke jetzt also und vielleicht die Chance auf den Treffer. Kommt von Guerrero. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Hazard! Flugkopfball und er ist drin. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gebracht. Bei dem Treffer hat alles gepasst. Puschi. Die Hereingabe, der gute Abschluss, ein klasse Tor. Und Schalke 04 ist hier jetzt gefordert. Der Ballverlust. Klasse Pass. Hazard. Der Pass. Stark gemacht. Die Dortmunder erhöhen ihre Führung. Sieht jetzt schon komfortabel aus. Zwei Tore sind es jetzt. Das ist Wahnsinn. Sie treffen direkt nochmal. Und jetzt müssen Sie hier aufpassen, dass Ihnen das Spiel nicht komplett entgleitet. Für den Moment sind Sie jedenfalls geschafft. Hier nochmal dieser Treffer. Spielstand lautet jetzt also 3:1. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Guido Burg, super Pass. Ja, abseits, richtig. Manuel Akanji. Hazard. Sieht gefährlich aus. Ecke Borussia Dortmund. Thorgan Hazard macht hier bislang ein richtig gutes Spiel. Starker Auftritt von ihm, er versucht es aus allen Lagen. Der Ball kommt rein. Jadon Sancho mit der Flanke. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Thank you.
Die Ecke kommt rein. Caligiuri. John Joe Kenny. Jetzt wird's gefährlich. Wichtig, er holt den Ball. Vier Treffer nach 45 Minuten. Da können wir uns nicht beschweren. Pausenstand 3:1. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Schalke 04 mit dem Anstoß. Die zweite Hälfte kann losgehen. Oczipka. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Jadon Sancho. Ist hier immer noch am Ball. Jetzt vielleicht die Flanke. Gut abgefangen, dieser Ball. Dortmund mit dem Einwurf. Und das ist ein Freistoß für den BVB. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Ah, er kann klären. Setzt sich da schön durch. Vorteil, Schalke 04 bleibt am Ball. Er gibt Freistoß, klar. Spielerwechsel jetzt bei Borussia Dortmund. Mahmoud Dahoud kommt in die Partie und der soll den Ball halten, soll seine Übersicht ausspielen. Erstmal geklärt. Jadon Sancho. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Mahmoud Dahoud in den freien Raum. Rafael Guerrero. Da kommt die Flanke. Da können sie klären. Und Piszczek. Delaney. Ashraf Hakimi. Sie verlieren den Ball. Guter Zweikampf. Caligiuri. Gut den Ball verteidigt. Burgstaller. Oczipka. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Bei Schalke wird es einen Wechsel geben, Buschi. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt. Suat Serda. Weston McKennie. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich.
Hazard. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Da oben, der vorne den Ball. Er zieht ab. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Die Möglichkeit. Hereingabe jetzt. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Oczipka. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Burgstaller. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Bastian Oczipka. Das wird Abschluss geben jetzt. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mitten im Wechsel. Und verliert den Ball. Mats Hummels macht zu. Das frühe Pressing jetzt. Manuel Akanji. Passt auf! Das gibt jetzt Abstoß. Also anhand der Gesänge kann man wohl davon ausgehen, dass die Fans grundsätzlich zufrieden sind mit ihrer Mannschaft. Da bin ich ganz bei dir, Wolf. Die Leistung der Mannschaft passt. Weston McKennie. Suat Serdar. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Dortmund über außen. Jadon Sancho. Hereingabe kommt lang. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Der Ball über die Linie gibt Ecke. Ecke in die Mitte. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Und nun Hummels. Ashraf Hakimi. Jetzt könnte er flanken. Flanke kommt ganz weit. Oh, er trifft die Latte. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Und geklärt hier vom Torhüter. Ach, viel Pech, nur der Alu-Treffer. Eine gute Aktion, wird aber nicht mit dem Tor belohnt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Schöne Aktion. Ganz energisch. Flanke Jadon Sancho. Kopfballchance, aber doch deutlich vergeben. Und das ist auch Verdienst der Abwehr. Ja, die sind zur Stelle, machen die Räume eng und er trifft den Ball daneben nicht mehr perfekt. Dahoud. Dortmund über außen. Franke kommt weit. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Das war der Schlusspfiff. Das Spiel ist beendet. Jetzt ist die Stimmung hier natürlich super. Sie gewinnen und nicht nur irgendein Spiel, sie gewinnen dieses besondere Duell. Und das ist für die Fans das Größte. Sie schlagen den ewigen Rivalen.